안녕하세요. 스위스 취리히에서 서울 리포터로 활동하고 있는 박은정입니다. 취리히 호숫가에 새로 지어진 유명한 플러스 에너지 하우스가 있다길래 한번 가봤습니다. 플러스 에너지 하우스란 집에서 전기를 자가 생산하고 사용 후에도 남은 양이 있는 에너지 효율이 높은 집을 말해요. 가까이에서 보니까 유리로 된 발코니 난간에 태양 전지 모듈이 살짝 보여요. 스위스 건축가 협회 기술인 잡지 3월호에 태양 에너지를 만들어내는 난간이 있는 집이라고 아주 크게 기사가 나왔었어요. 야, das ist sehr schön. Das ist eigentlich gelungen, weil das Haus ist wie ein Mystery. Niemand weiß genau, was das ist, und das war genau die Idee. Also die Solar Power ist invisible, unsichtbar. Ja, genau. Also wir müssen unbedingt zeigen, dass Solar Panels auch Design sein können. Und es ist, jedes Solar Panel ist an einem anderen Ort und es muss eine andere Aufgabe erfüllen. Und dieser Ort ist extremely special, weil es natural resource ist, Lake, alles historical area mit der Kirche und Friedhof. Und deshalb wollten wir ein High-End Design machen und niemand kann erkennen, dass es eigentlich eine technische Anlage ist. Nein, das ist noch relativ jung. Es war sehr teuer bis jetzt, aber zum Glück ist der Strom jetzt teuer geworden. Jetzt ist es okay, es ist ein Business. Also eine normale Luxusfassade für ein normales, durchschnittliches Luxusgebäude. Die meiste Zeit ist die Sonne nicht so vertikal vom Himmel. Das ist nur im Sommer, im Juli so, sondern normalerweise ist die Sonne irgendwie so oder so. Und vor allem im Winter kommt die Sonne sehr flach. Und dann ist das Solarpanel in der Vertikalen ideal, weil es kann über das Jahr und über den Tag viel besser die Produktion verteilen. Und so können wir am Morgen und auch am Abend den Kaffee mit Solarstrom machen. Ja, die Schweiz hat das auch gedacht, aber das ist Old Stuff von den 90s. Die Panels heute sind super stark, sie können sogar am Abend, teilweise in der Nacht sogar ein bisschen Strom machen. Und bei diesem Haus, was Sie gesehen haben, wenn es in der Vertikalen ist, wir haben dort wirklich nur in der Vertikalen PV gemacht, weil wir gelernt haben. Und auf dem Dach ist dort nur Grün und Gras wegen der Hitze im Sommer. Bei einem kleinen Haus ist das richtig, ja. Wenn Sie ein Einfamilienhaus haben, genügt das auf dem Dach irgendetwas. Wenn das Haus aber groß ist, dann gibt es viele Geschosse und pro Geschoss müssen Sie ein bisschen Strom produzieren und Sie haben dann oben nur so wenig Platz. Also muss man auch in der Fassade etwas machen, damit die vielen Wohnungen alle etwas Strom haben können. Ist eine ideale Lösung für jemanden, der ein schönes Haus möchte, und für das Klima ist es genau gleich in Korea. Die Glashäuser jetzt in Korea haben ein Riesenproblem. Sie sind zu kalt im Winter, sie werden viel zu heiß im Sommer. Und das, wenn man das verändert, ist es ein Riesengewinn für das Klima im Haus, für die Finanzen. Man braucht nicht mehr so viel Geld jedes Jahr, um kühlen und heizen zu müssen. Strom direkt selber benutzt und dann ist es das Einfache, man hat den maximalen Profit und man ist unabhängig vom Weltmarktenergiepreis, der sehr lebendig ist momentan. Wir haben aus dem normalen Element Glasbrüstung ein Mystery gemacht, ein Design Mystery, aber wir mussten ja auch noch die Idee bringen, dass wir dieses Solar machen. Und das Solar ist in der Brüstung.
gleich teuer, wie wenn sie die gleiche Leistung auf der Wiese machen oder auf dem Dach. Mhm. Und der Bauherr hat verstanden, okay, wenn ich diese Brüstung haben will in Glas und die Solarproduktion, dann mache ich beides in einem Package. Es ist viel stabiler, es geht nie mehr kaputt und er muss es nicht putzen. Das ist noch eine Spezialentwicklung mit einer Firma. Es war sehr kompliziert und jetzt schon gibt es das aber bald als Standardprodukt. Man kann es einfach einkaufen online und bestellen. Also wenn man das Gebäude renoviert, muss es als total irgendwie smart sein. Es kann nicht sein, dass wir nur Solarpanels machen und unten gibt es ein ganz schlechtes Dach, sondern auch das Dach muss etwas dicker werden, damit es nicht so heiß wird im Sommer oder nicht so kalt im Winter. Man muss das ganze Gebäude betrachten und nur dann ist es ein gutes Investment.